Herr Vorsitzender, wir haben erstmal vielen, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich möchte in der Tat einmal Ihnen die aktuelle Beschlusslage mitteilen, damit Sie überhaupt mal wissen, auf welchem Stand wir eigentlich sind. Im März haben wir die Umsetzungsstrategie zum Beherbergungskonzept beschlossen. Und da steht drin, dass es natürlich nicht Ziel ist, jegliche Ferienwohnung auszuschließen und bereits genehmigte Ferienwohnungen auf den Bestandsschutz zu reduzieren. Das Ziel lautet langfristig, das Wort langfristig können wir jetzt mal streichen, Änderungen und Neuaufstellung von B-Plänen, die planungsrechtliche Grundlage für ein verträgliches Maß an Ferienwohnungen und Beherbergungsbetrieben zu schaffen. Das heißt auch, den verträglichen, aber derzeit ungenehmigten Bestand, dass man diesem eine entsprechende Zulässigkeit ermöglicht. Zweitens, wir haben ebenfalls beschlossen, da schließe ich mit dem an, was Peter Peters gesagt hat. Das möchte ich einmal zitieren. Im Rahmen des Beherbergungskonzeptes und deren Umsetzung in die Bebauungspläne ist der Erhalt gewachsener Strukturen in den Festsetzungen der aufzustellenden Bebauungspläne zu berücksichtigen. Dies betrifft insbesondere die Fernnutzung von Wohneinheiten vor der Einführung der Begriffsdifferenzierung zwischen Wohnung, Ferienwohnung und Dauerwohnung, welche als Wohnung, Einliegerwohnung und so weiter genehmigt wurden, dass die Begriffsdifferenzierung zum Zeitpunkt der Erteilung der Baugenehmigung eventuell nicht gab. Soweit die Vorschriften der Landesbauordnung eingehalten sind, sei eine Nutzung von Räumlichkeiten zu Wohnzwecken durch die jeweiligen Bebauungspläne ermöglicht werden. Ich verweise nochmals auf die Umsetzungsstrategie. Muss man natürlich eins sagen, Herr Jansen hat es auch schon richtigerweise angesprochen. Natürlich war es so, dass in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren auch bei Anträgen der Kreis im Wesentlichen als zuständig wurde oder vorher natürlich hier Sylt, ja, sie waren ja nicht immer zuständige Baugenehmigungsbehörde, Wohnen genehmigt hat. Das hat Herr Jansen ausführlich erklärt. Die gab auch mal vorher was, 16, da stand ein Apartment oder dergleichen, aber grundsätzlich war es Wohnen. Sie haben das Beispiel schon gesagt, zum Beispiel Wohnhaus mit einiger Wohnung oder Wohnhaus mit zwei Wohnern. Ja, das ist nach den Ausführungen von Herrn Jansen richtigerweise und entsprechender Verweise auf Urteile eben keine Ferienwohnung, will ich nicht wiederholen. Aber tatsächlich hat sich die Genehmigungspraxis Anfang des Jahrtausends natürlich wesentlich geändert. Da hat man nämlich genehmigt, wohlgemerkt nicht in allgemeinen und reinen Wohngebieten, zumeist nicht, aber in den Sondergebieten hat man dann auch genehmigt, wörtlich Ferien, wörtlich Dauerwohnungen. Das war vorher natürlich nicht der Fall. Und deswegen haben wir als Gemeinde gesagt im März, das Problem ist uns bewusst, wir müssen hier dringendst Änderungen vornehmen. Ich darf darauf hinweisen, dass das, was ich eben vorgetragen habe, einstimmig in der Gemeindevertretung beschlossen worden ist. Der zweite Punkt, wie gehen wir denn nun vor? Zum einen wird ein städtebauliches Rahmenkonzept derzeit gestellt, das heißt eine Bestandsaufnahme. Auch das hat Herr Jansen gesagt, wenn wir Gebiete haben, wo wir schon 70, 80, 90% Ferienwohnungen haben, dann ist das Gebiet faktisch gekippt. Wir müssen dann also auch uns als Gemeinde eingestehen, als Gemeinde Sylt, das gilt übrigens auch für die Amtsgemeinden, dass einzelne Gebiete dann eine andere Planung haben müssen, um gegebenenfalls auch das zu sein. Denn auch das wäre rechtlich wahrscheinlich unzulässig. So haben wir es geprüft, befinden uns da natürlich in Abstimmung mit dem Kreis. Es wird aber auch andere Gebiete geben, in denen, und das hat Herr Jansen auch gesagt, natürlich noch einiges an Dauerwohnungen ist. Auch das werden wir berücksichtigen. Hier ist die Aufnahme im vollen Gang. Ich weiß nicht, Frau Sasse sagte mir letztens, man ist auch relativ weit schon gekommen. Parallel dazu werden wir aber auch schon die B-Pläne anpassen. Das betrifft insbesondere die Wohngebiete und nicht beplante Gebiete. Auch hier steht in der Umsetzungsstrategie eine Priorisierung. Es ist uns sehr wohl bewusst, das Ziel, worauf ich aufmerksam machen möchte, ist natürlich, dass sich die Insel es nicht leisten kann,
eine erhebliche Anzahl, sag mal zwischen 2.000 und 4.000 von 11.000. Der Jans hat sich da nicht festgelegt, aber irgendwo wird es ja liegen, richtigerweise, und zwar in Philippi 3, natürlich zu verlieren. Das wird dramatisch für die Insel. Ein Stichtagsprinzip kann man darüber diskutieren. Schwierig, ganz dünnes Eis. Das auch mal überprüft, ganz schwierig. Aber wir haben als Gemeinde Sylt mit den Amtsgemeinden auch eine Möglichkeit, dieses jetzt verträglich, im verträglichen Maße zu regeln. Ich rede nicht von der Garage, die zu Wohnzwecken genutzt wird. Von der rede ich nicht. Das ist unzulässig, Garage, da gehören Autos rein. Oder Motorräder oder andere Kraftsätze. Gar keine Frage. Das wird nicht funktionieren. Ich sage Ihnen auch ganz deutlich, die Dauerwohnung, die in der Baugenehmigung wird, die als Dauerwohnung ausgewiesen wird, die kann nicht zur Ferienwohnung werden. Das ist bekannt gewesen. Weil wir wollen doch die schützen, die damals auch in gutem Glauben, als das Thema eigentlich gar nicht bekannt war, ihr Haus gebaut haben, die Ferienwohnung noch haben mussten, auch immer vermietet haben. Und da werden wir das uns Mögliche tun mit Recht und Gesetz, und das wird gerade geprüft. Wie gesagt, wir werden nicht alles sehen. Einem gebe ich Herrn Jans mit uns völlig recht. Eins ist auch klar. Wo Gefahr im Verzug ist, wo der zweite Fluchtweg etc. fehlt, da ist einzugreifen. Ja, wenn im Keller kein zweiter Fluchtweg ist, dann darf es auch nicht zu Wohnzwecken benutzt werden. Mal unabhängig von irgendwelchen Bebenen. Das ist gefährlich. Darauf will ich noch hinweisen. Und dann zu sagen, naja, das macht der Nachbar ja auch und der andere auch, ja. Es gibt aber keine Gleichheit im Unrecht. Nur weil einer was tut, heißt es noch lange nicht, dass ich das auch vornehmen darf, wenn es rechtswidrig ist. Einen Punkt hatte ich, glaube ich, noch besser. Ja, auf eins möchte ich noch hinweisen. Die Gemeinde Sylt hat bereits die ersten, ich glaube, es sind 3 Bebauungspläne, Frau Sasse, sonst berichtigen Sie mich, erlassen, wo wir auch gesagt haben, naja, klar, beim Spitzboden. Wenn der zweite Fluchtweg da ist, wenn die Höhen eingehalten sind, wenn also die Sicherheitsvorschriften der Landesbauordnung erfüllt sind, dann werden wir das in den Bebauungsplänen berücksichtigen. Das haben wir einstimmig beschlossen als Gemeinde. Wie gesagt, das dauert immer so alles eine Zeit, aber ja, das würde zum Beispiel den Spitzboden betreffen. Nochmal, wenn es denn alles eingehalten ist, dann soll man das auch sicherlich machen. So der einstimmige Beschluss, das einmal zum Abschluss. Wir wissen, dass wir schnell handeln müssen, das ist uns bewusst. Der Kreis wird kontrollieren. Gut, dann haben wir den B-Plan geändert. Dann ist zwar die Kontrolle des Kreises in einigen Fällen sicherlich, ich hoffe in vielen Fällen, umsonst gewesen. Andererseits muss ich auch sagen, dass dieser, ich wollte schon sagen, Damoklesschwert, was über uns hängt, ja, jedenfalls hat es dazu geführt, dass, glaube ich, wir alle aufgewacht sind, dass es dringender Handlungsbedarf ist, und wir hoffen, auch gemeinsam mit dem Kreis das entwickeln zu können. Insofern bin ich Herrn Jansen dankbar, dass er auch Lösungsmöglichkeiten dargestellt hat. Und gehen Sie mal bitte von allen aus. Es wird immer gesagt, kommen ja mal ganz viele Vorschläge, ich habe ganz viele Telefonate. Ja, selbstverständlich stehen wir, unser Bauern, in ständigem Kontakt mit dem Kreis. Selbstverständlich werden die Lösungen möglichst zusammen erarbeitet. Herr Jansen hat es dargestellt. Wie gesagt, wird noch ein bisschen vergehen, wenn Sie Interesse haben. Nächste Bauausschusssitzung ist nächsten Montag. Da werden wir sicherlich schon das ein oder andere weitere hören, vielleicht auch schon ein entsprechendes Konzept mal vorlegen können. Dazu erstmal, das ist die aktuelle Beschlusslage. Ansonsten kann Frau Sasse vielleicht mal entsprechend ergänzen. Vielen Dank.